Und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play South Park Stick of Truth. Ich bin das Vossus-Kanickel und wir legen direkt los. Wir haben hier unser exakt schönes, gut aussehendes und selbst verwendet, um der kleinen Bitch, die kleine Bitch zu verraten oder wie die auch immer hieß. Und haben so die Mädchen auf unsere Seite bekommen. Mehr dazu kann ich jetzt auch nichts sagen, weil das eigentlich auch alles, hab ich jetzt durch Keilschlangen, sind die alle weggerannt oder wie? Kindergartenkinder können wir mal suchen. Wir finden schon fünf. Ja, Heiding ist fun. Wir können da mal kurz gucken. Zack, wir haben hier Necroclaws und so weiter. Das können wir noch anlassen. Wir sind noch, wir sind schon Level 11. Brauchen wir aber sonst nichts groß. Das Einzige, was wir jetzt ab sofort tragen... Nee, das Schwert ist noch gar nicht für unser Level. So, wir sind schon Level 11 gewesen die ganze Zeit. Auch in den letzten Parts, okay. Was ich gucken wollte. Abilities haben wir wahrscheinlich nichts Neues. Nein, auch hier nicht und da nicht. Aber bei der Quests, Recruits the Girls, Post Beeps Freund, Boyfriend, Return to Annie, at City Hall and tell her what's happened with Monica. Das ist da. Und da laufen wir auch direkt mal hin. Ich habe immer noch keine Ahnung. Ich habe mir das nochmal genauer angeguckt mit dem Manbeard Pig. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ich habe keinen Nerv auf Zombie-Schlägereien jetzt. Dann laufen wir mal. Das Blöde ist, dass hier nirgendwo so in der Nähe diese Timmy-Fahrstände sind. Ah, das dauert ein bisschen. Ah. Ich werde auch heute nicht zu lang machen, denn... Was ist das denn? Einfach nichts, okay. Denn wir haben gerade ungefähr 1 Uhr und ich habe morgen Schule. Ja, gehen wir da mal hin. Können wir überspringen? Ne, ja, tun wir gerade so insgeheim. New kid, we want to thank you for helping us determine whether or not Monica was a two-faced bitch. She really made us mad, but it turns out she couldn't have been the one spreading rumors about Allie Nelson going to the abortion clinic. Yeah, so we made up. You guys are the best. You see, the thing is, Heidi Turner was supposed to put on the Facebook page that you were Bebe's boyfriend, but she didn't. Because Heidi Turner is a two-faced bitch who says she likes me, then tries to stab me in the back. Right, so we need to know if Heidi Turner is the two-faced bitch who's spreading rumors about Allie being spotted at the abortion clinic. But in order to do that, we need people to think you're a girl. Makeover! Oi. Verdammt. Ja, okay, toll. Ich glaube, ich kenne sogar solche Arten von Spielen. Nee. You got curves for miles. That deserves a selfie. So nice together. Keep up the good work. That's hot with two T's. Ich bin für das. Können wir noch was mit mir? You're totally clueless. Ach, bekomme ich auch noch Punkte hier? Okay. Ja, nehmen wir das. Okay, na, dann gehen wir so. Boah, Alter, wie schrecklich das aussieht. Boah, und trotzdem die Augen... Geht's weiter? Ja, okay, nice. Naja, nicht wirklich, aber...
Oh, bitte lass mich jetzt niemand anders sehen. Take a picture of all the records from the past week and text them to us. That will help us find out who the two-faced bitch is. I'm sure you can appreciate why none of us can do this. Oh, bitte. Vor allem habe ich die Pfeile noch auf dem Rücken. Das ist, macht das alles noch so dümmlicher. Hey, guys. Hey, Jesse. Hi, Jesse. What are you up to? Oh, nothing. Just finding out which of our friends is a two-faced bitch. Cool. We'll see you around. Ja. Also wir gehen jetzt hier rein. Oder wie? Okay. Im Moment. Habe ich jetzt wieder eine andere Spitzhacke? Ja, jetzt habe ich die Gnomenspitzhacke in der Hand. Ich hatte doch eben noch eine, die verzaubert war. Hä? Sehr, sehr seltsam. Wir können hier so Updates drauf klatschen. Sehr gut zu wissen. Aber machen wir mal das hier drauf. Können wir noch mehr? Nicht das hier. Nice, geht das auch bei dem? Das wusste ich gar nicht. Modify. Ja, nice. Mach ich mal ein Feuer. Update drauf. Na, okay. Mit den Haaren und so weiter haben wir reichlich. Patient only. Oh, ich muss erstmal fragen. Hi, here for an abortion? It's okay, don't be scared. The first one's always... I'm sorry, your little friend. All you do, so, I'll be right here. Der wartet da jetzt. Nehmen wir erstmal hier alles mit. Machen die Kamera kaputt? Geht das nicht? Warum geht das nicht? Ich möchte das Licht ausmachen, geht auch nicht. Access restricted to positions only. Access restricted to positions only. Was haben wir hier? Ein bisschen Stuff. Was haben wir denn hier vom Raum? Get on up in the chair and this won't take long at all. Was? Hey, little young to be having an abortion, aren't we? It's okay, we have a booster seat. What the hell? All right, just sit back and relax. We'll get that fuck trash taken right out. Here we go. What the hell? Was ist los? What the? Hä? Wow, never seen that before. You burned out the vacuum. I'm gonna have to get this thing fixed. Be back in a minute. Whoa. What's going on? Was wollte der? Wollte der mir Fett absaugen oder wollte der mir... Wir haben jetzt hier... Oh ja, wir können... Equip... Ah, genau. Jetzt haben wir das Chirurgenzeug und dann fahre ich hier in der Klinik nicht ganz auf. So. Jetzt werde ich noch... hatte ich hier irgendwie mal so ein Update? Was ich anhatte? Ich hatte da doch einen kleinen Bart oder sowas, oder? Ja, das war das, was ich einfach nur drauf hatte. Da habe ich meine Pulle. Ich ändere noch meine Haare. Ich kann... Ja, bringt mir nicht sehr viel. Machen wir das vorher mal so, wie ich sieht. Ja. Haben wir hier noch irgendwas? Am besten mal gucken. Kann man hier irgendwas abschießen? Und damit willkommen zurück. Da habe ich auch noch ein paar Spiel drauf geklickt. Okay, wir haben uns jetzt verkleidet und so weiter und so fort. Hier können wir weiterhin nicht reingehen. Hier können wir auch nicht groß weitergehen, aber wir können jetzt hier in den Dingsraum.
Dem ist es zwar irgendwie ein bisschen scheißegal. Dem ist ganz schön egal, dass ich eine Spitzhacke oder so mit mir rumtrage, aber. Sonst ist dem das irgendwie. Reicht, solange ich das Outfit trage. Okay, ich muss nach dem. Ja, hier habe ich es doch. Lass mich raten, jetzt kommt ein Doktor oder so. Der Ärger macht. Das ist Randy. Thank God. Something strange is going on. GG. The PTA reviewed that tape you got us. The Taco Bell has something called a Plan B. They've been here looking through these records. But why would they be interested in the gynecological files of the women of South Park? I'm afraid now you know too much. Scheiße. We have two more asking a lot of questions. Deal with them quietly. We can't let anyone find out what we were doing there. Das heißt, er kann nicht schießen, das heißt, wir müssen den. Bevor du uns killst, sag uns warum. Warum ist Taco Bell die Records von Women's Vaginas in South Park? Hotel. Ich picking up some hot readings on the USK. Tell us, what do Women's Vaginas and Doritos Locos Tacos have in common? USK is going crazy. Shit! There's an outbreak here! We have contamination in Sector 7. All units to Sector 7 now! Hotel? Was ist hier los? Taco Bell Security. Your clinic is infected with a Nazi zombie virus. Nazi zombies? That's ridiculous and bigoted. I happen to be German. He's one of them? Tell people what you saw here today. Nein. Der Typ hat mich zu viel Angst. Die haben mich eingeschlossen, kann das sein? Hurensohn. Aber. Der ist da irgendwo eben lang gefallen, deswegen kann man hier zu 100% rausgehen. Jetzt ist nur die Frage, wie und kriege ich Ärger, wenn ich zu lang brauche. Ach, darauf hätte man auch kommen können. Wo? Wir müssen das jetzt einmal um. So, zack. Nice. Dann gehen wir mal hier raus. Oh, Scheibenkleister. Was ist los? Machen wir einmal hier die Ratten fertig. Jawohl! Scheiße! Ach du Liebe! Und dann Angriff. Ich bin ein Angriff. Nice. Mein Arm fällt ab! So, okay. Was machen wir? Nein, 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 nein. Das machen wir. Das macht irgendwie mega Fun. So, okay. Vor allen Dingen, wo man eben gleich da. Ich wollte gerade sagen, wo man jetzt nicht mehr failt. Aber in dem Moment fail ich richtig hardcore. Na, ist gar nicht gut. So, jetzt als erstes nehmen wir mal Health Potion. Oh, ich kann das nicht nehmen, weil ich. Jawohl! Okay, als erstes bringe ich die eine Ratte um und dann die andere. Ich kann aber auch nicht beide auf einmal treffen, das ist blöd. Schönen Tag! Okay, die sterben auf jeden Fall beide. Ich darf jetzt nur nicht sterben, wollte ich gerade sagen. Oh, das ist doch dämlich. Machen wir direkt weiter. Nein, nein, nein. Wenn ihr wissen wollt, nämlich wie es weitergeht, dann schaut in die nächste Folge rein, wenn es heißt Let's Play South Park, The Stick of Truth. Bis dann. Ciao.